Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zur Mafia Definitive Edition. Halt euch da mal eben so einen Arsch ins Gesicht. Wir sind momentan dabei, unsere Waffe zu holen. Und ich habe da so einen Typen eben verprügeln müssen, der uns erkannt hat. Ich werde ihn jetzt einfach hier auf dem Klo verstecken. Komm schon. Wo zur Hölle bist du? Bam, 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 bam. Oh, das ist so ein kleiner Pissrevolver, ne? So, ist der Typ jetzt weg? Er ist auf jeden Fall verschwunden. Ich denke, ich habe den mit ins Klo genommen. Finde eine erhöhte Position. Okay. Finden und suchen wir eine erhöhte Position. Bam, 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 bam. Moin. Ah, hier der Führerstand. Okay. Ah, sieht halt alles. Hier so ein riesiges Steuerrad. So ein paar Lampen hier. So, dann kann es ja mal losgehen. Hey, John, amüsieren Sie sich? Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Heaven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, ha? Gleich ist es soweit. Ausgerechnet, da hat es geruckelt, weißt du? Nach lang. Okay, ich habe die beiden Wachen ausgeschaltet. Wir müssen jetzt weg. Fliehe zum Schnellboot. Hier ist auch Feuerwerk. Scheiße. Das ist aber cool gemacht. Okay, warte, wir kriegen hier Gesellschaft. Boah, in dem Nebel. Das ist korrekt. Das habe ich getan. Ist jetzt tot? Na, der ist tot, okay. Den kommen wir nicht ran. Warte, ich muss ein bisschen näher. Problem ist, mir geht die Munition aus. Muss eben darüber. Wieso hält der eine mit seiner Gun da so viel aus? Jetzt ist er aber hinüber. Warte, ich muss versuchen, ein bisschen Munition zu sammeln, denn es ist hier tatsächlich Munitionsknappheit angesagt. Dadurch, dass wir ja nichts mitnehmen durften aufs Boot. Oh. Nachladen. Oh,
scheinen keine Gegner zu sein. Das ist übel, ja. Jetzt bist du. Oh, den hab ich aber direkt weggemacht. Okay. Man muss einfach nur gut zielen, dann geht das schon. Wir sind nah in der Richtung des Schnellboots unterwegs. Okay, es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Oh oh. Die Deckung geht. Oh, holy shit! Der kommt halt straight auf uns zu, da müssen wir schon bei. Weiter unten. Da kommt das Boot. Bin ja schon dabei. Los, 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 los. Ja, Nixi, weg hier. Das war doch ein bisschen intenser jetzt am Ende. Ein nasses Grab. Also das mit dem Feuerwerk ist neu, das gab es am Ende so nicht. Hat aber natürlich das Ganze in nochmal ein bisschen coolere Szenerie getaucht, weil überall der Nebel war, überall war es laut, überall Explosion und du kämpfst dich da raus. Fand ich jetzt eine richtig gute Erweiterung. Also sonst war es jetzt sehr nah am Original, war cool. Hat mir sehr gut gefallen. Weiter geht's. Happy Birthday abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Aber bis jetzt, ich bin durchweg zufrieden, ich sag euch das. Also ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Mal sehen. Gottverdammter Glückspilz. 1935. Was glaubst du, was ich versuche? Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat.
Ich kümmere mich drum, Boss. Wird erledigt. So, da muss ich jetzt sagen, der ganze Opener der Mission ist komplett neu. Das gab es so im Original überhaupt nicht. Aber finde ich sehr gut. Diese kleine Verfolgungsjagd und der Dialog, der daraus sich dann ergab, war sehr lustig anzuhören. Gut, begib dich zu Sergios Haus. Mal sehen, was wir noch so an Autos haben, wa? Wir gucken mal ein bisschen in unserer Garage. Der war mir ein bisschen zu schnell. Hier ist es Knight Rider oder was? Samson. Da kommt vorne auch irgendwie Flammen raus oder sowas, keine Ahnung. Ah ne, komm, wir nehmen einfach irgendwas, was da rumsteht. Hier ist doch genug zur Auswahl. Nehmen wir den blauen hier. Komm. Oder hat er was für uns? Das sieht doch auch gut aus. Nehmen wir das Auto vom Don. Ordentliche Sammlung. Können wir das mal umschalten? Ich habe lieber Musik. Gibt's doch wieder einen Claim. Ah, man muss auch mal einen Claim kriegen, ne? Jemand muss ihm die Schlüssel wegnehmen, oder kann ich Radio ganz ausmachen? Dann lieber Musik, komm. Kommt wieder Sony. Sony ist immerhin so nett, Sony claimt nicht komplett. Die sagen, komm, wir teilen uns das Geld. Und dann gab es noch einen anderen, weiß gar nicht, irgendeinen anderen Rechteinhaber, da ist dann weg. Aber ihr wisst ja, ich mache das ja hier nur zum Spaß. Insofern ist mir das egal, ob ich es claimen kann oder nicht. Also ob ich Werbung draufknallen kann oder nicht. Einziger Nachteil ist, wenn dann irgendwie Sony das sich organisiert und hier die Rechte beansprucht, dann hauen die da halt ordentlich was an Werbung rein. Ich mache ja immer nur am Anfang eine, damit YouTube halt glücklich ist. Gut. Aber die gehen ja dann gleich in die Vollen, ne? Da wird dann ausgequetscht, was man ausquetschen kann! So, es ist nicht mehr allzu weit. Vorsicht! Oh. Der Trick ist einfach ein bisschen mit zu grooven, dann merkt der Algorithmus nicht unbedingt, dass du hier Musik am Laufen hast. Ne? Und dann geht das schon. Ne? Du musst die Vibes einfach miterleben. Einfach mit viben. Langsam sind wir ein bisschen schnell unterwegs, dass ich Angst habe vor der nächsten Kollision. Oh. Guten Tag. Mal wieder Laber an. Habe ich mal bitte hier vorbei, danke schön. So, da sind wir auch gleich. Suspected mob hits carried out against officials in a number of American cities attest. So, dann steigen wir mal aus. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Wir müssen leise sein und keine Aufmerksamkeit erregen. Gut, da ist jetzt irgendwie seine Wache. Wir beobachten die mal ein bisschen. Vielleicht kann ich außen rumlaufen. Guck mal hier, ich kann hier lang. Kann ich hier rüber? Oh oh. Wir beobachten den mal ein bisschen. Er scheint jetzt aber chillig vor sich hin zu rauchen. Sieht somit gut aus. Das muss ich mir ansehen. Okay. Das haben wir doch schon mal ganz gut gelöst. Das ist jetzt auch ein bisschen anders als im Original. Im Original wartest du einfach nur, bis die Wache weggeht. Ist nicht so spannend. Das war jetzt ein bisschen cooler. Und nun warten wir mal in der Telefonzelle. Bin vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Der Hörer? Oh, Scheiße. Ja, bin noch dran. Oh, Gott. Hey, warten Sie!
Winnie. Es ging alles schief. Reiß dich zusammen, Tom. Was passiert ist, ist passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kriegen wir Sergio. Was meinst du? Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georgios Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Man sieht halt, dass Tommy das immer noch nahe geht. Ne? Der ist noch nicht so kalt und abgebrüht. Jetzt hat er aus Versehen die Falsche erwischt. Ne? Und das geht ihm nahe. Wir sollten abhauen. Bevor die Bullen kommen. Schön mit dem Auto vom Don rumfahren. Das ist natürlich etwas auffällig. Oh, oh. Nixi weg! Woo! Mal wieder Radio an. Ich kack halt drauf. Dann lass uns mal schnell zum Restaurant fahren. Oh! Ah, die hat nur ein bisschen. Die blutete nur ein wenig. Das war ja jetzt nicht schlimm. Muss man ja sagen, wie es ist. Was rennt die aber auch einfach über die Straße? Das macht man doch so nicht. Schicken Sie ein paar Männer! Sofort! Mögliche Verwundete in der Innenstadt. Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Ah, wir wurden nicht gesehen, insofern alles gut. Parken jetzt genau hier. So, mal sehen. Da sind meine zwei Kumpels. Tom, alles klar? Ja. Die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Pauli, ey, sein Gesicht. Er ist immer extrem. Was zur Hölle? Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Nein! Da! Ja, schon dabei. Das ist übrigens jetzt auch neu. Im Original kämpft man nicht in der Bar. Bräuchte ein bisschen mehr Munition, Leute. Brauch Munition, ich brauch Munition, ich brauch Munition. Kommt los! Wir müssen ihm nach! Sergio entkommt uns! Tom, wir müssen Sergio schnappen! Er ist hinten raus! Ja, warte. Let's go. Oh, er hat den armen Koch umgelegt. Er kann doch nicht den Koch umlegen. Bring mich hier raus! Zurück zum Auto, bevor sich dieser Idiot selbst umbringt! Ja, mit dem Moped wird das durchaus passieren. Oh Gott. Bleib an Sergio dran. Mit so einem Moped? Um Gottes Willen. Also ihr wisst ja, was passiert, wenn ich Moped fahre, ne? Lief bis jetzt noch nie gut. Oh, oh Scheiße. Oh. Er hat die Kontrolle über das Ding verloren. Oh. Das stimmt auch. Oh Gott. Warum muss man das mit dem Moped machen? Okay, es ist aber cool. Moped fahren ist ja auch cool. Oh, Vorsicht, du musst doch nicht so weit ausholen. Oh mein Gott. Okay. Jetzt hier rum. Wir bleiben einfach dran, ne? Schießen kann ich dabei aber nicht, ne? Ne. Das sind die zwei Kollegen, glaube ich. Jo. Ich hole ihn mir ja auch, aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Meine Lieben, ihr hörtet den Hahn ganz kurz krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen mikrogemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.